Geständnis des Angeklagten Lukas. 143. Verhandlungstag, 11.03.1965. Keine Frage mehr von Seiten der Verteidigung, nicht mehr von Seiten der Angeklagten. Herr Dr. Lukas, können Sie sich darauf entsinnen? Vielleicht kommen Sie mal ans Mikrofon, Herr Dr. Lukas, ja? Zeugen, kann ich mich nicht entsinnen. Es sind dort damals auch Frauen entlassen worden, die ganz eindeutig noch positiv tuberkulös waren, die ich einfach auf Ehrenwort, dass sie sich sofort wieder in Behandlung begeben sollten, gesund geschrieben habe. Da war ein Tuberkulössein im Krankenbau absolutes Todesurteil war. Ja. Nun, die Zeugin erzählt eben, Dr. Lukas, dass Sie sich damals geweigert hätten, an einer Selektion teilzunehmen. Sie haben uns ja bisher auch immer gesagt, dass Sie in Auschwitz auch nicht an Selektionen teilgenommen hätten. Nun schreibt aber Ihr Anwalt in einer Beantwortung der Beschwerde des Rechtsanwalts Rabe, dass Sie in Auschwitz doch 3 bis 4 Mal etwa an einer Selektion teilgenommen hätten und dass das geschehen sei nach einer Auseinandersetzung, die Sie gehabt hätten mit dem Lagerführer Kramer. Wollen Sie uns mal erzählen, was Sie dazu wissen? Ja, wie ich nach Auschwitz kam und wusste, was dort vor sich ging, habe ich das sofort als alles als Verbrechen bezeichnet und legte mich gleich mit dem Standortarzt Dr. Wirz an. Es kam dann auch über kurz oder lang an mich die Frage, dort zur Rampe zu gehen. Ich habe mich dann mit Magen- und Darmkoliken und so weiter zu drücken versucht und habe das eine ganze Zeit lang auch erreicht. Und dann wurde ich aber, wie diese Massentransporte einsetzten, doch eingesetzt. Und dann habe ich versucht und auch mit Erfolg, dass da die Kollegen für mich einsetzen, sich diesen Dienst machten. Aber Wirz, der wurde dann wurde hellhörig. Ich musste dann doch zur Rampe und ich habe mich dann an den Kramer gewandt und habe dem gesagt, ich könnte nicht, ich hätte Magen-Darm-Koliken, ich hätte auch, wäre augenkrank. Und der Kramer fuhr mich an und sagte, er wäre bestens orientiert. Ich hätte ja schon bereits ein Verfahren wegen Häftlingsbegünstigung gehabt. Wäre auch schon in der Bewährungseinheit gewesen wegen defetistischer Äußerungen. Er gäbe mir jetzt den Befehl, jetzt und sofort mich dort auf der Rampe zu beteiligen. Er würde mich sofort auf der Stelle abführen lassen. Und was das für mich bedeutete bei der Vergangenheit, das könnte ich mir dann ja wohl vorstellen. Dieses hat sich vielleicht nur 3-4 Mal ereignet. Ich bin dann hingegangen, beziehungsweise war schon auf der Rampe. Der Kramer stand daneben und dahinter. Und ich sollte die arbeitsfähigen Menschen dort aussuchen. Ich habe die so ausgesucht, dass sicherlich sehr viele, die nicht arbeiten konnten, körperlich arbeiten konnten, mit zu den Arbeitsfähigen gestellt wurden. Kramer fing das Dom an und stellte diese Leute wieder zurück. Ich habe mich damals anders eingelassen, weil ich überhaupt keine Zeugen, gar keine Entlastung hatte für diese Dinge. Und ich befürchtete einfach, wenn ich das so darstellen würde, wie es gewesen ist, dass ich dann eingesperrt würde. Ja, nun nehmen Sie mal einen zweiten Platz. Wenn keine Fragen mehr sind an die Zeugin, dann, Frau Zeugin, das, was Sie gesagt haben, können Sie mit gutem Gewissen beschwören. Ja. Ja, dann haben Sie den Eid zu leisten. Ich bin gewesen,
Das ist ungefähr das, an was ich mich erinnern kann. Also diese Bestätigung erhielt ich dann ungefähr in demselben Sinne von verschiedenen anderen SS-Angehörigen, auch einem Rapportführer von, ich weiß nicht, waren damals im Zigeuner- oder im Männerlager und einer Rapportführerin von, vom Frauenlager. Der Vorgang muss sich also an der Rampe unmittelbarer Nähe der Blockführerstube des Frauenlagers abgespielt haben. Das ist, was ich zu dieser Sache im Wesentlichen sagen kann. War diese, Auseinandersetzung, war Rapportführerin die Elise oder Luise Danz? Ja, die war mit mir ausgeliefert worden nach Polen. War in demselben Transport. Ich weiß nicht mehr, wie sie heiße. Luise oder Elise? Ja. Also das ist so gewesen, dass eine Auseinandersetzung zwischen Kramer. Ja, so habe ich also von Schwarzhuber und auch von den anderen gehört. Dr. Lukas stattgefunden hätte und dass dann Kramer. Das ist eine einmalige Angelegenheit gewesen, die natürlich Aufsehen erregt hat. Und man hat alle darauf gewartet, was nun geschieht. Dr. Lukas ist dann nicht mehr allzu lange in Auschwitz gewesen. Aber was mit ihm geschehen ist, konnten wir natürlich nicht erfahren. Aber irgendwelche Maßnahmen waren durch Sie nicht ergriffen worden? Nein, nein. Da standen wir ja nicht zuständig. Das war nicht Ihre Zuständigkeit. Also, ich habe ja viele Meldungen abgeben müssen. Zum Teil auch wurde ich dann in Ermittlungen eingespannt gegen SS-Angehörige. Auch leider gegen einen anderen Führer. Aber in diesem Falle sind wir nicht eingeschaltet worden. Ja. Wenigstens nicht, Und wissen Sie, ob oder wer hätte denn das zu machen gehabt in Auschwitz? Ja, zunächst einmal die Gerichtsabteilung. Die Gerichtsabteilung? Ja. Mhm. Ja, und wer war das damals gewesen? 44? Ja. Das kann ich im Augenblick nicht mit Sicherheit sagen. Ja, ich weiß schon, die Gerichtsführung, ich hatte ja mit allen zu tun, aber wie Sie jetzt gerade, also ob der die Zuständigkeit, ob da der eine noch da war, der andere schon weg. Mhm. Also da war der Ganninger zuerst da, also wie ich hinkam. Dann war. Vielleicht kann mir der Angeklagte Hecker helfen, also wer um diese Zeit da war. Ich kann es im Augenblick mit besten Willen nicht sagen. Naja, aber jedenfalls, Sie haben nicht gehört, ob und was daraufhin geschehen Nein, ist. Das wissen Sie nicht mehr. Schön, Dankeschön. Ja. Ach so. Bitteschön. Herr Kramer, der kam ja erst im Mai 1944 nach Auschwitz. Ja, im Frühjahr kam der hin, ja. Ja. Wann war denn das nur, als Sie drüben waren, als der Schwarzhuber Ihnen nachher sagte? Ja, das war, also ich sage, das muss im Juni, vielleicht auch schon im Juli gewesen sein. Ich kann den Zeitpunkt nicht mehr genau ermitteln. Kramer war wahrscheinlich noch Juni, Also genau können Sie nicht festlegen. Nein, das kann ich nicht Aber sagen. Früher als Vielleicht Juni lässt sich noch ermitteln, es kann unter Umständen sogar im Zusammenhang mit der Fluchtsache, wo der SS-Mann Pestek mitverwickelt war, es könnte in dem Zusammenhang auch gewesen sein, dass ich da bei Kramer war. Ja, also Sie sagen jedenfalls das noch, also könnte dann in diesem Zusammenhang Aber ich Mindestens das Juni. Sagen. Bitte? Mindestens Juni. Oh ja, vielleicht auch Juli. Vielleicht auch Juli, ja. Mhm. Und die Danz, die wusste auch, die Luise Danz wusste auch davon. Die Luise Danz, von der habe ich sie auch mitgeteilt bekommen. Ich bin dann an diesem Tag, erst ziemlich spät am Nachmittag, von Birkenau weggekommen, denn ich hatte dort noch einige Ermittlungen, die ich im Zusammenhang mit dem vom Raum erhaltenen Auftrag durchzuführen hatte. Und da bin ich auch ins Frauenlager gekommen. Ja, danke schön. Herr Staatsanwalt Vogel, Herr Rechtsanwalt Aumann. Frage an den Angeklagten Boger. War die politische Abteilung berechtigt, auch zu ermitteln gegen SS-Angehörige des Lagers im Führerrang? Ja, das war nur dann möglich, wenn ein besonderer Auftrag. Also ich weiß nicht, ob ein anderer Angehöriger der politischen Abteilung, also des Ermittlungsdienstes, solche Aufträge bekommen habe. Ich habe von Kramer, Gartner, aber insbesondere zuerst von Hess solche Aufträge bekommen. Auch gegen Führer? Also nachrichtendienstlich, ja natürlich, nachrichtendienstlich auf jeden Fall. Das hing ja mit den Sicherheitsaufgaben der Abteilung zusammen. Konnten Sie denn auch einen SS-Angehörigen im Führerrang selbst vernehmen? Nein, ich habe auch nie einen Angehörigen im Führerrang vernommen. Auch nicht in der Sache gegen den Hauptsturmführer Bodmann. Da habe ich nur Ermittlungen gewürgt. Da habe ich wohl Unterführer vernommen. Ich habe auch Aufseherin vernommen. Dann habe ich Häftlinge vernommen. Das ist eine sehr markante Angelegenheit. Dazu hätte wahrscheinlich meine Schreiberin, Frau Rosenthal, sehr genaue Angaben machen können. Denn diese Ermittlungen fielen gerade in die erste Zeit meiner Tätigkeit bei der politischen Abteilung. War
der Gerichtsführer, so hieß ja wohl doch die offizielle Bezeichnung, ja. Nicht der Adjutant selbst? Also der Ganninger war meines Wissens nie. Der war ja der Erste, der damals da war. Und die später, der andere auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern zu meiner Zeit, dass der Gerichtsoffizier auch gleichzeitig noch Adjutant war. Wollen Sie denn sagen, dass ein regelrechtes Ermittlungsverfahren wegen Häftlingsbegünstigung gegen den Dr. Lukas lief? Das oder wollen Sie nur sagen, Sie haben von diesem Auftritt da gehört, von dem Nein, Sie uns eben also dieser Auftritt ist eine, das ist eine Erinnerungssache, die ich habe nicht miterlebt. Ne? Aber das, ob da nun ein offizielles Verfahren schwebt oder nicht, das kann ich mit Sicherheit das wissen Sie nicht sagen. Ne? Aber das also... irgendetwas im Gange war, das war den Umständen nach anzunehmen, auch aus den Äußerungen von Oberstudierer Schwarzhuber. Der hat natürlich gesagt, ja, der Lukas, der kann natürlich auch nicht über seinen Schatten springen, das war ein Bayer. Ne? Also ich musste da schon annehmen, dass mich der Oberstudierer Schwarzhuber dann schon einigermaßen informiert hat. Das hat er sicher nicht gegenüber jedem anderen getan. Hat Hartenstein mit der Sache irgendwas zu tun gehabt? Ich habe mit Hartenstein selbst nur als Kommandeur der Wachtruppe kurze Berührung gehabt, die er in Birkenau-Kommandant war, hatte ich keine Berührung mit ihm. Keine Fragen, danke. An den Angeklagten Höcke. Herr Bogen sagte gerade eben, dieser Vorfall habe damals allgemeines Aufsehen erregt in den Kreisen des Lagers. Ist Ihnen davon etwas bekannt geworden? Bitte? Wissen Sie, wer damals Gerichtsoffizier war? Wir haben gewechselt. Ganninger habe ich nicht mehr gekannt. Entweder Bayer oder Fernholz oder so ähnlich hat er geheißen. Fernholz, Es war Bayer. Ich glaube, es war Bayer. Die haben irgendwie gewechselt. Zeitlich kann ich, oder waren zeitlich beide da. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Und gab es nur einen Gerichtsoffizier für den gesamten Lagerbereich Auschwitz, Birkenau und Monowitz? Das kann ich nicht genau sagen. Ich kenne nur den, der auf Kommandantur 1 war. Also Sie kennen immer nur einen Gerichtsoffizier? Einen Gerichtsoffizier. Ja. Oder waren vielleicht beide da zur gleichen Zeit, zeitweilig, aber irgendeiner ist weggekommen. Ich glaube, der letzte war Fernholz, Fernholz ja. Und Sie als Adjutant haben nichts damit zu tun, mit dieser Angelegenheit? Nein. Und haben auch nichts davon gehört? Nein. Der Vorfall ist mir völlig unbekannt. Den hören Sie heute zum ersten Mal? Höre ich heute zum ersten Mal. Danke. Dr. Lukas weggekommen ist, auf welcher Weise, weiß ich nicht. Weil das ja zur Sanitätsabteilung gehörte und die Versetzungsverfügung ja auch über Sanitätsamt an den Standortarzt liefen. War eine eigene Personalunion im Lager. Herr Rissmann. Herr Dr. Lukas, eine Frage noch. Sie, ja. Wie ist es erklärlich, nachdem nun Kramer so auf Sie aufmerksam gemacht worden ist, nachdem Sie so einen schweren Zusammenstoß mit ihm hatten, er Sie gezwungen hat, wie Sie jetzt sagen, an der Rampe zu selektieren. Da hat er Sie nur 3 bis 4 Mal gezwungen. Ist es in der Tat richtig oder waren es nicht doch mehrere Selektionen? Nein, das waren nicht mehrere. Dann kam eine Versetzung. Ich wurde zum Standortarzt gerufen, kriegte die Papiere und kam nach Mauthausen, wo ich dann empfangen wurde mit Leuten Ihres Schlags, werden wir hier schon fertig. Und wann sind Sie denn nun versetzt worden? Burger sagte also, dass der Vorfall Juni, Juli gewesen sein könnte. Also ich konnte auch bei meiner richterlichen Vernehmung dazu überhaupt gar nichts sagen. Dann hat der Landgerichtsrat Düx gesagt, dass der Kramer, und das war dann dieses Brett, auf dem ich nun weiter konnte, dass er etwa am 5. Mai gekommen wäre. Also wann ich nun genau weggekommen bin, das weiß ich nicht. Na, sind da vielleicht schon von den Bäumen die Blätter gefallen? War es schon Herbst? Nein, ich bin in Mauthausen, da war es also knalliger Hochsommer und das ist ja hier auch schon bezeugt worden. Ich frage das deshalb, denn wir kommen doch jetzt ziemlich nahe, Sommer. Also wir hatten hier auch einen Zeugen, der will Sie noch im Oktober in Auschwitz gewesen sein. Das wollen Sie als sicher ausschließen? Von Auschwitz bin ich nach Mauthausen gekommen, nach Stutthof und dann nach Ravensbrück. Also irgendwie muss ich ja da irgendwo mal überall gewesen sein. Also ich kann bestimmt keine genauen... Ja, schauen Sie, Herr Dr. Lukas, das ist alles so unbestimmt, was Sie uns seit 15 Monaten hier sagen. Sie lassen sich Stück für Stück, lassen Sie sich herausbrechen aus Ihrem Gedächtnis. Wie sollen wir Ihnen denn dann glauben? Wo war es denn, wie der Winter anfing, wo es kalt wurde, wo waren Sie denn da? Im Mauthausen war ich
im Hochsommer, wann ich dort weggekommen bin, weiß ich nicht. In Stutthof, da war es auch noch warm. Nach Ravensbrück, habe ich gesagt, da weiß ich nur genau, dass ich dort Weihnachten gewesen bin. Und genaue Daten kann ich einfach nicht angeben. Das ist bestimmt kein böser Wille, wie hier gestern bestellt wird. Sagen Sie, Herr Dr. Lukas, wie groß waren denn diese 3 bis 4 Transporte, die Sie da selektiert haben? Wie viel schätzen Sie, wie viele Menschen waren da drin? Na, im Verhältnis zu den anderen Transporten waren das kleine. Der eine war vielleicht etwas größer, aber die Zahlen kann ich da überhaupt nicht angeben. Kamen denn um diese Zeit im Jahr 1944 überhaupt noch kleine Transporte in Auschwitz an? Ja, was würden Sie als klein bezeichnen? Ja, ich kann überhaupt keine Zahlen überhaupt nicht angeben. Wenn hier gesagt wird, dass ein Transport 3.000 Menschen umfasst hat, dann kann ich wirklich nicht zu sagen, ob das 3.000 waren oder wer oder weniger. Wie lang waren denn Ihrer Erinnerung nach die Züge? Sie erinnern sich, dass wir zusammen in Auschwitz auf der Rampe standen, Herr Dr. Lukas, ja. Und da fragte ich Sie, wie es denn in der Regel war. Die Rampe ist ja ungeheuer lang. Ob die Züge in der Regel bis durch nach hinten zu den Krematorien geschoben wurden, wenn sie etwa, ich habe geschätzt, halb so lang wie die Rampe waren, oder ob es üblich war, dass sie nur hineingeschoben wurden, bis der letzte Wagen in dem Tor drinnen war. Wie lang war denn, ich gebe Ihnen das jetzt als Gedächtnisstütze, wie lang schätzen Sie, waren denn diese Züge, waren die halb so lang wie die ganze Rampe, die Sie damals selektiert haben? Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich habe damals ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Züge dann umgesetzt worden sind. Das konnte ja auch keiner von den polnischen Herren, die da waren, auch nicht sagen, wie die umgesetzt worden sind. In der Hochspannung, in der ich dort war, kann ich also über Zahlen oder über Länge von Zügen keine Angaben machen. Sagen Sie, das hat mich damals so gewundert, Herr Dr. Lukas, auf der Rampe, dass Sie mir nicht sagen konnten, wie das üblicherweise war mit dem Einschieben der Züge. Sie waren doch täglich, ganz abgesehen davon, ob Sie nun selektiert haben oder nicht, haben Sie doch im Zigeunerlager Dienst getan. Sie haben doch die Züge gesehen. Da mussten Sie doch wissen, wie es üblicherweise gehandhabt wurde. Ob ein Zug, wenn er reinfuhr, unterstellen wir mal, er war etwa... Nach der Länge der Rampe müsste man das wohl annehmen, halb so lang wie die ganze Rampe. War es dann üblich, einen Zug bis oben hineinzuschieben, bis der letzte Wagen oben anstieß und dann etwa die Lokomotive in der Mitte stand? Oder war es üblich, dass ein Zug so weit hineingeschoben wurde, bis der letzte Wagen nur innerhalb des Tores war? Damals sagten Sie mir, Sie wüssten da überhaupt keine Antwort darauf. Ich bin im Zigeunerlager auch nur ungefähr gesagt bis Mitte März gewesen, also bevor das Theresienstädter Lager aufgelöst wurde. Da wurde ich Truppenarzt in Auschwitz. Vom Zigeunerlager selbst entsinne ich mich überhaupt nicht, dass man den Transport dort irgendwie wohl gesehen, aber dass man da von dort irgendwie Größe, Länge und Zahl der Menschen beurteilen konnte. Sie entsinnen sich nicht vom Zigeunerlager, die Züge gesehen zu haben? Nein, ich habe gesagt, gesehen wohl, dass man sie gesehen hat, aber dass man die Länge der Züge und Zahl der Menschen beurteilen konnte dort. Ich habe da noch eine Frage an den Angeklagten Barecki.